Willkommen zurück zu Kirby's Dreamlands 2 und wir sind hier in der Schneewelt stehen geblieben und wow, ein Schneesturm, wie es mir scheint. Oh, ich verliere direkt meine Fähigkeit. Oh Gott, man kann sich überhaupt nicht steuern. Oh Gott. Das ist kein gutes Level mit Rick. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, ich kann mich allgemein kaum bewegen. Ah, verdammt. Okay. Oh, okay. Okay, das Level mag ich nicht. Das ist ein bisschen schwer. Oh Gott, spring. Ich nehme mich mit. Dich sorg am besten ein für die Fähigkeit. Bestimmt können wir dich noch gebrauchen. Oh Gott, das wird schwer. Oh, mehr verkackt. Oder? Na, obwohl, noch ist alles möglich. Moment, ich habe eine Idee. Jetzt! Nein. Aber hier können wir rein. Okay. Hier gibt es einen Helfer. Oh, ich hoffe, es ist unser altbekannter. Unsere altbekannte Eule. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen. Ja. Ein bisschen nichts zu sagen habe. Aber. Ist gerade ein bisschen kompliziert. Okay. Ich muss erstmal checken, was hier abgeht. Und yes, ist die Eule. Dann können wir jetzt besser fliegen. Let's go! Ich kann nicht so schnell, aber immerhin komme ich jetzt hier rein. Oh, wie lange halten die Hitboxen von den Dingern an? Das wusste ich jetzt nicht. Und ich wusste auch nicht, dass da noch eins. Hä? Ich hab's abgeblockt. Kann ich so. Ah, ich kann es mit meiner Attacke abblocken, okay. Ich glaube, ich gehe in die Mitte. Moment, kann ich nicht wieder drunter dann? Naja, ich kann da runter. Ach so, okay. Ich dachte, das ist so. Wähle einen Weg. Und halt links und rechts und Sachen und Mitte geht's halt zu irgendwas richtig cool. Vielleicht so ein Rainbow Drop oder so. Ich weiß nicht, wer hier in dieser Welt ist. I forgot. Okay. Das wird langsam langweilig, die ganze Zeit das gleiche Schema hier zu machen. Und ich lasse mich trotzdem treffen. Wie so ein Noob. Okay, aber langsam fühle ich mich echt schlecht. Oh Gott. Gut, dass hier eine Maxi-Tomate ist. Ohne Witz, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich down. Okay. Was gibt's hier? Okay, ganz viel Schnee, wie man sehen kann. Und ganz viel Eis. Oh, nee. Ich brauch Feuer. Ich habe kein Feuer. Oh. Hier kann ich aber Feuer bekommen. Warte, lass mich erstmal nach oben. Ah nee, ich muss mir eins aussuchen. Oder wie ist das? Ja, ja, also ich nehme auf jeden Fall Feuer, du. Was anderes macht jetzt gar keinen Sinn. Denke ich mal. Hier runter? Oder? Oh Gott, das ist ein Gegner. Und den kann ich nicht besiegen. Okay, egal. Oh no, das war keine gute Idee. Oh, what up? Und der Gegner ist despawned. Das ist super. Interessantes Level. Oh, das war alles geplant. Okay, let's go. Sehr interessant. Uff, okay. Ist also ein Level, wo man mit unbedingt mit Dings mit Kuh spielen sollte. Aber ganz ehrlich, ich gehe noch mal ganz kurz ins Level rein, weil mich wundert es aber schon, weil ich bin ja jetzt hier. Wenn ich ausdrücke, dann fliegt er ganz schnell oder flattert zumindest ganz schnell. Wir werden doch hier an dieser Bonus-Tür reingegangen hier. Ah, man muss da sogar rein. Ah, so okay, ging es nicht weiter. Alles klar, das wollte ich mal kurz abchecken. Gut, dann Level 3. Let's go. Oh, das ist dieses Level. Ehrlich gesagt möchte ich eine andere Fähigkeit haben. Komm, ich nehme einfach mal den Stein. Warum nicht? Können wir nämlich hier runtersliden. Ehrlich gesagt mag ich ihn eigentlich mehr. Hä? Wie hat er mich jetzt getroffen? Oh, jetzt habe ich seine Fähigkeit nicht bekommen. Ach komm, warte. Ich nehme mal jetzt die. Verdammt. Ach nein. Ach Mann. Okay, es läuft gerade gar nichts. Sorry.
So, jetzt habe ich sie. Obwohl, da ist unten ein Spark. Will ich nicht lieber Spark haben? Ach komm, machen wir jetzt erstmal mit Eis weiter. Jetzt habe ich Eis, jetzt können wir erstmal mit Eis weitermachen. Oh. Ich habe vergessen, wie der heißt, aber den kennt man auch sehr gut. Sowohl als Boss in fast allen Kirby-Teilen, als auch im Anime kennt man den. Also der Typ ist nicht unbekannt. Also der, der mal ein Kirby-Spiel gespielt hat, sollte den eigentlich hier kennen. Und ich glaube, der gibt uns auch die Eisfähigkeit, ne? Ja, da. Und, oh yeah, wir kriegen keinen. Oh, cool. Man slidet richtig bei ihm. Okay. Okay, mit dem ist es eigentlich voll chillig mit der Fähigkeit so. Da kannst du die nämlich noch währenddessen bewegen. Oh. Ah, okay, ich kann so lange einsetzen, wie ich will, aber wenn ich zu lange einsetze, dann friere ich ein. Okay, das ist cool. Und ich hab vielleicht das Maxi-Tomate erst später nehmen sollen, wenn ich es brauche. Aber passiert. Wetten, jetzt lass mich genau jetzt treffen, jetzt wo ich es nicht mehr habe. Aber das ist cool. Das finde ich echt richtig cool. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was so eure Lieblingsfähigkeit ist. Oder zumindest halt von denen, die ihr bisher gesehen habt, falls ihr nicht alle kennt. Ah, verdammt, ich wollte gerade... knapp. Okay. Oder zum Beispiel auch, wer euer Lieblingsbegleiter ist. Und da unten war ein Stern. Hätte ihn gerne. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Es wird ein bisschen schwer. Wie ein Stern. Oh, aber ich bin durchgekommen. Da unten ist aber nichts, oder? Ich denke mal nicht. Ich werde jetzt nicht nachschauen gehen. Ciao. Ey, ist einfach zu stark. Oh, spring! Wow, wow. Okay, das wird schwer. Hier ist das Ende, hier ist das Ende. Oh, oh nein, ich glaube, da unten war noch was. Ah, egal. Oh Gott, ich glaube, da unten war wirklich noch was. Ja, aber wenn, dann war es wahrscheinlich nur so ein Sternchen. Egal, da gehe ich jetzt nicht nochmal zu viel zurück. Sowieso sind Sternchen nicht 100%. Deshalb juckt's nicht. Aber was juckt, ist eine Fähigkeit. Ich hätte gerne seine Fähigkeit, verdammt. Nein. Ich stell mich so schlecht an. Nein, ich treffe einfach nicht. Oh Gott, ich bin gerade so schlecht. Oh Gott. Ey, seit wann dasht der? Seit wann macht er sowas? Gott, seit wann macht er das? Seit wann? Okay. Komm, ein Treffer, glaube ich, ist noch nötig. Oh. Bam! Yeah! Oh, das ist cool. Ja, okay, okay, nehmen wir wieder keinen. Kuh, meine ich. Wir waren gerade keinen. Ich nehme eigentlich immer die ganzen Partner, die ich bekomme. Warum nicht? Ich glaube, bei ihm ist mit ihm ist es auch hier ziemlich gut, schätze ich mal. So, in diesem Level müsste ja eigentlich noch der Rainbow Drops sein. Ansonsten habe ich ihn irgendwo anders in einem anderen Level verpasst. Den werde ich auf jeden Fall gleich noch nachholen, falls ich ihn verpasst haben sollte. Da unten gibt es wahrscheinlich nichts. Denn die Kamera ist der Scrolling. Scrolling Level. Ich Scrolling Level liebe. So, weg mit dir, weg mit dir. Als ob. Oh, man soll ja anscheinend Feuerfähigkeit haben. Okay. Da wollen wir nicht runter. Guten Tag. Oh. Ah, verdammt. Genau das wollte ich eben nicht. Egal, ist mit so slay. Oh, oh, ah, nein, 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 meine Fähigkeit ist weg. Oh Gott, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt 20.000 Sequenz verkackt, oder? Ja, okay, wisst ihr was? Ich mache das Level nochmal neu. Was, ich kann nicht exiten? Oh Gott, ja, okay. Okay, Spiel. Ich sehe, wie es ist.
Komm, kann ich nicht einfach sterben? Nein, keine Ahnung. Komm, beende einfach schnell das End, das Level. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder an Ort und Stelle. Wahrscheinlich gibt es da nicht nur ein paar Goodies, sondern auch den Rainbow Drop. Yep. So, und das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Ich hab's doch schon in der Folge 1 gezeigt. Aber wenn man den gleichen Begleiter zweimal freischaltet, dann kriegt man stattdessen GUI. Und was macht GUI? Ja. Jetzt gerade hat er mir nur Leben gegeben. Ich glaube, manchmal gibt es auch ein One-Up, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber auf jeden Fall, es gibt GUI in diesem Spiel. Aber man kann ihn halt leider nicht als Begleiter haben. Wollte ich nur gesagt haben. So, und dann bin ich auch mal wieder hier. So, und jetzt aufpassen, bitte. Langsam nach oben schreiten. Okay, das war zwar nicht langsam, aber hat gepasst. Ich trau mich nicht. Das Ding ist halt, ihr habt es vorhin gesehen, wenn ich einmal in die Stacheln fliege, wenn eine Fähigkeit einmal in die Stacheln fliege, ist mein Sternchen da, dann ist es komplett weg. Für immer. Und ewig einfach tot. Weg. So, und ich guck mich jetzt hier halt mal um, was es hier so gibt. Oh, eine Wachstumstomate nehme ich gerne. Bin gerade nämlich ein bisschen angeschlagen. So, ganz schön runter. Hat geklappt. Und, oh nein, sagt mir jetzt nicht, man braucht hier keinen. Damit man hier überhaupt runter kann. Obwohl, nein. Oh, obwohl. Ah, doch. Ja, oh, come on, Spiel. Dein Ernst? Als ob man jetzt hier keinen braucht. Oh, warum habe ich ihn weggetan? Okay, dann hole ich ihn halt nochmal. So, und ich habe mir gerade gedacht, ganz spontan, wäre es nicht vielleicht interessant, wenn ihr zuschaut, wie ich das ganze Level mit Kai mache. Ich denke, das könnte ganz interessant werden. So, und bitte scheppelt sich direkt. Oh Gott. Sieht langsam so aus. Aber nein, noch ist alles okay, ne? Und das ist sehr gut, dass ich die Sternchen... Oh Gott, komm her. Ach komm, verdammt. Dass ich die Sternchen auch in Eis versammeln kann. Okay, jetzt aber. Nein, verdammt. Okay. Oh Gott, ich lasse mich immer davon treffen. Ich bin fast tot. Ich bin einfach fast tot. One-Hit tot. So, dich nehmen wir. Oh, es ist anscheinend immer random, die wir bekommen. Oder so. Naja, aber dich können wir leider nicht nehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht nehmen. Nein, als ob der mich da trifft. No. Okay, dann müssen wir halt nochmal abbrechen. Verdammt. Okay, neuer Versuch. Diesmal mit mehr als nur einem Leben. Okay, das ist eigentlich echt schwer hier durchzukommen ohne Hit. Wie ihr sehen könnt. So, die Pinguine sind das größte Problem, schätze ich mal. Vermute ich mal. Einfach ein bisschen schon mal im Voraus schießen. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee. Oh Gott, hier aufpassen. Okay, der hat mich nicht getroffen, wie auch immer. Oh, er verfolgt mich aber. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, wir sind gleich durch. Oh Gott, nein. Oh Gott. Okay, gut. Okay, gut. Okay, nein, nicht gut. Gib her, Mann. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Mir fällt gerade auf. Oh, nein, nein. Okay, ich bin tot. Ja. Ah, ah, ja. Okay, das ist freaking schwer. So, wieder an Ort und Stelle. Einfach ein bisschen die Attacke spammen mit egal welcher Fähigkeit bei Kain. Das hat bisher bei mir jetzt gerade schon ziemlich gut geklappt. So, und jetzt, genau das vermeiden. Und weh, ich krieg jetzt den Cutter. Okay, gut. Okay, abwarten. Geschmeiß. Nicht tot. Okay. Tot. Gut. Aufpassen, ich habe nur noch ein Leben. Okay, das ist das Schwierigste, glaube ich. Vor allem, weil kein so eine Kacke macht. Okay, das ist gut, dass ich das machen kann. Okay, das ist sehr gut, dass ich das machen kann. Perfekt. Kann ich hier stehen? Okay, gut. Kann ich hier stehen? Okay. Hier ist das One-Up weg. Okay, das kriegt man nur einmal anscheinend. Passt. Ist mir egal. Ich kann hier schon mal frei machen. Was? Nein! Nein! Ich komme nicht mehr hoch. Das war's. Wow, ich darf alles nochmal neu machen. Warum? So. Wieder da. Und nun
Ja, nun jetzt. Was jetzt? Okay, das habe ich nicht bedacht. Oh nein, ich habe dir jetzt nicht die ganze Mühe gemacht, nur um hier wieder nicht weiterzukommen. Oh, Moment. Ich komme doch von hier so wieder nach... Ah, okay, deshalb ist hier alles frei. Und da muss man so... Ah, die arme Maxi-Tomate, ich bin fast tot. Egal. Egal, ich muss jetzt hier durch. Weg. Verpisst euch. Nein. Nein! Okay, wieder da. So, und diesmal mit mehr als ein Leben. Das heißt, egal ob ich jetzt getroffen werde oder nicht, ich sterbe nicht instant. Es wäre nur schön, wenn ich mal nicht getroffen werde. Also, ich kann die auch einfach ignorieren. Was mache ich denn auch? Och nö. Nein. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich kann mir jetzt aber nicht sagen, dass ich hier nicht durch kann. Okay, ich habe jetzt nachgeschaut, wie es geht. Man soll ja nach links oder nach rechts gehen. Dann hier an den kleinen Schlitzen da unten das aufmachen. Dann nach unten gehen. Und jetzt? Okay, jetzt sind halt die Sachen wieder respawned, weil ich das Spiel kurz restartet habe, aber... Ja, wie gesagt, das ist auch ein Grund, warum die Sterne nicht zu 100% gehören, weil die sowieso respawnen. Okay, was man machen muss, ist, man braucht die Feuerfähigkeit, aber man soll erstmal sie kurz ablegen, aber aufpassen, wo man sie ablegt, am besten. So, das wegschmeißen, den aufheben und jetzt sollte man dann durchkommen. Nicht? Okay, dann müssen wir noch mehr Platz machen. Das Problem ist nur, ich finde das halt echt kacke gemacht, aus dem Grund, weil genau das... So, ich habe mir jetzt ein Safe State gesetzt. Ich habe nämlich echt keine Motivation mehr. Ich habe echt die Nerven verloren. So, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu verkacken. Gib her. Weg. Zack, gib her. Okay, ich brauchte die nicht mal. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, das ist aber echt Grütze. Wenn ihr jetzt sehen könnt, man braucht hier links. Das links sind Eisblöcke und da kommt man halt mit der Feuchtigkeit durch. Und hier reicht es halt nichts. Zum Torten einfach nur. So, und jetzt endlich sind wir durch. Yeah, 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 yeah. Boah, hat das lange gedauert. Okay. But at last, I win. Yeah. So, wisst ihr was? Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf keinen. Aber egal, ich behalte es noch ein bisschen. Unten ist noch ein Sternchen. Okay, jetzt kann ich ihn sowieso nicht mehr behalten, weil ich jetzt sterben sollte. Weg mit dir, keinen. Ich wette gerne. Okay, nicht. Oh Gott. Oh nein. Weg hier runter, 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 runter. Nein, ich sterbe. Nein. Oh Gott. Als ob ich jetzt doch wirklich noch sterbe. Oh. Okay, komm, bitte. Ich brauche jetzt dringend die Maxi-Tomate. Yes. Okay. Sorry für diesen chaotischen Part. Aber jetzt haben wir alles und nun... Jetzt ist Zeit für den Boss. Und es ist ein großes Mammutvieh. Was immer das ist. Oh Gott, es dasht auf mich zu. Und es speichert. Was mach ich nur? Ich weiß es nicht. Stampft er oder was macht er? Kommt der Stampf? Ja. Okay. Nein. Ah. Okay. Ups. Ich glaube, ich muss die ganzen Eiszapfen, die auf den Knopf runterkommen, benutzen, um gegen ihn benutzen. So rum. Muss nur halt warten, bis die runterkommen. Oh, okay. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Okay, jetzt kommen die Eiszapfen. Nein, die hat eine... Die Splitter von den Eiszapfen machen auch noch mit Damage. Okay, das ist gemein. Okay, der ist auf mich zu. Soll er machen? Soll er machen? Mir egal. Genau das ist nämlich das, was ich... Zack! Okay, ich habe die Damage gemacht. Okay, der Bosskampf ist echt schwer. Wow, 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 wow. Hey, hey, bro, bro, bro. Chillax, chillax. Okay. Okay. Na komm, mach ruhig, mach ruhig. Deine Kacke. Bam! Verdammt! Die Splitter trifft mich immer noch. Aber soll's halt so sein. Jetzt nicht mehr! Okay, gut. Okay, ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich glaube noch zwei Hits oder so hat der. Voll down geht. Okay, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm, first try. Kriegen wir hin, würde ich sagen. War gerade ziemlich knapp. Und ich bin fast tot.
Okay, das wird jetzt sehr, sehr knapp. Aufpassen, Schulter. Okay, ein Leben. Wir haben beide ein Leben. One on one. Okay, er kommt auf mich zu. Yes, das können wir schaffen. Boom! Yes! Woo! First try, das war sehr, sehr schwer. Aber wir sind Kirby und haben es trotzdem geschafft. Yeah! So, damit können wir die Schneeberge nun verlassen und kommen in der nächsten Folge zu Level 5, Red Canyon. Autsch. Oh. Okay. Wir sehen uns wieder. Bis nächsten Folge. Wir haben eine große Welt auf uns. Bald, bald. Yeah, yeah.